Hallo meine Lieben, wir sind wieder in der Küche und zwar wieder am Thermomix. Und heute habe ich wieder eine Kleinigkeit für euch und zwar ein Gewürz. Ein Bratkartoffelgewürz, also ein Gewürz, was man eben zu Bratkartoffeln dazu machen kann. Da ist dann schon alles drin, was zu Bratkartoffeln gut passt. Und streut man eben nur einen Teelöffel oder was oben drüber, je nach Geschmack und fertig sind die Bratkartoffeln. Hier habe ich es einmal in einem etwas größeren Vorratsglas für mich. Wenn ihr es verschenken wollt, zum Beispiel in einem selbstgemachten Adventskalender, dann gehen auch solche kleinen Gläschen ganz gut. Und ja, für einen Personenhaushalt, denke ich, ist das auch ziemlich lange ausreichend. Ja, und was ich dafür benutze und wie das Ganze funktioniert, zeige ich euch. Gemacht ist es ganz schnell. Ihr braucht auch nicht unbedingt den Thermomix. Ihr könnt auch einen handelsüblichen Mixer dafür nehmen. Okay, ich fange mal an mit den Zutaten. Als erstes habe ich hier 9 Esslöffel Kräuter der Provence, 4,5 Esslöffel Röstzwiebeln, dann habe ich je 1,5 Teelöffel Koriander, ganz und Pfeffer, den habe ich hier schon ein bisschen gemahlen. Ihr könnt aber auch ganze Körner nehmen. Ich habe hier bunten Pfeffer genommen, weil ich den immer am liebsten mag. So, dann haben wir noch schon gemahlene Zutaten und zwar 1,5 Teelöffel Ingwer, 3 Teelöffel Paprika Edelsüß sowie 3 Teelöffel Knoblauchgranulat. Das Knoblauchgranulat bekommt man sehr gut zum Beispiel in türkischen Supermärkten. Ja, und das Ganze funktioniert denkbar einfach. Wir kippen einfach alle Zutaten in den Mixtopf. Einfach alles komplett zusammen. So, und wenn das geschehen ist, dann setzen wir uns noch den Deckel und den Messbecher drauf und dann stellen wir uns 10 Sekunden ein und dann wird das Ganze einfach für 10 Sekunden auf Stufe 10 gemahlen. Ja, und das war's auch schon. Nach 10 Sekunden habt ihr euer Geschenkchen schon fertig und wenn ihr jetzt den Deckel abmacht und da mal hineinschaut, dann seht ihr, da haben wir ein super schönes Gewürz bekommen. Und ja, in dem Moment ist es dann wieder schade, dass es kein Geruchsfernsehen gibt, weil das riecht nämlich ganz fantastisch. Ja, also die Bratkartoffeln dürfen auf den Herd, das Gewürz ist schon fertig. Ich hoffe, euch hat diese kleine Geschenkidee für euren Do-it-yourself-Adventskalender oder eben einfach nur mal so gut gefallen. Bratkartoffeln gehen ja auch das ganze Jahr, also ist das jetzt auch nicht unbedingt begrenzt auf irgendeine Zeit. Okay, ihr Lieben, ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wünsche euch noch einen schönen Tag. Tschüss!